Corinna fragt Pietsmiet: In welcher fiktiven Welt würdet ihr am liebsten leben? Sprich Narnia, Westeros, Mittelerde, Hogwarts, Camelot und so weiter. Tatsächlich würde ich am liebsten in der fiktiven Welt der Simpsons leben. einfach weil irgendwie in den vorgeschlagenen Dingern überall entweder Krieg herrscht oder dieses Mittelalter-Ambiente, also Armut, Stinkerei, Matsch und Fäkalien. Und bei den Simpsons gibt es zwar irgendwie so ein paar Bösewichte oder so, aber naja, zumindest stirbt da selten jemand. Also wenn es ein paar fiktive Welten geben würde, dann wären es wahrscheinlich eher Welten, die generell erstmal zwar vielleicht von mir aus dem Mittelalter Flair haben, aber nicht die alten hygienischen Bedingungen. Weißt du, ich denke mir zum Beispiel, wenn man an Westeros denkt, wie in der Frage gemacht, ich meine jetzt okay, das ist eher Mittelalter, aber damals hat man sich halt auch dementsprechend nicht so gewaschen, es hat übergestunken, die Scheiße lag auf der Stelle und so weiter. Hogwarts wäre wiederum eine coole Sache, weil Hogwarts aktuell ist, also wenn man halt davon ausgehen würde, dass Harry Potter das von der Harry Potter-Universum real wäre, dann wäre es ja so, dass in der Jetztzeit irgendwo diese Burg stehen würde, in, ich glaube in England, also irgendwo in Großbritannien, ich bin mir gar nicht so sicher, ich glaube es wäre in Großbritannien. Er muss ja, man fährt aus London, ja okay. Wobei, ich weiß nicht, kann man mit dem, ne, ist ein magischer Zug, keine Ahnung, wo der fährt, ist auch drauf geschissen, ja. Auf jeden Fall wäre das mir dann an der Liebere und deswegen würde ich sagen, entweder Hogwarts oder das Star Wars Universum. Das ist zwar nicht aufgezählt, aber das wäre für mich so eine Sache. Also, Narnia habe ich nie gesehen. Keine Ahnung. Ja, Westeros ist krass. Ist halt nicht so nett. Dazu leben, glaube ich, Mittelerde. So nach Saurons Ende, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Ist bestimmt ganz okay. Harry Potter ist bestimmt cool, weil, naja, Zauberlehrling sein ist natürlich fett, wenn natürlich Voldemort nicht da ist. Was hatten wir noch? Ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, ich glaube, ich würde tatsächlich wirklich Harry Potter nehmen, weil das so die fröhlichste Welt von allen ist. Die anderen sind mega cool, ja, Mittelerde ist mega nice, aber will ich nicht selber drin leben, da will ich zugucken. Da will ich dann meinen Expelliarmus-Zauberspruch Fernserius spielen und dann von da aus irgendwie gucken oder so. Ja. Es wäre auf jeden Fall Mittelerde, weil Mittelerde einfach das geilste ist. Herr der Ringe hat eine richtig super Welt voller Zwerge. Elfen sind sehr cool. Die Halblinge und natürlich auch die Orks und so, aber die muss man nicht unbedingt kennenlernen. Aber so an sich, bei den Elfen wohnen wäre schon geil. Harte Frage, ehrlich gesagt. All diese fiktiven Welten haben ja irgendwie immer so einen Spin, der, glaube ich, für mich negativ wäre. Ja, beispielsweise diese fiktiven Welten, die in einem Mittelalter-Setting spielen, wie hier die Elder Scrolls oder Westeros. Also die spielen halt nicht wirklich im Mittelalter oder so, aber ihr wisst, was ich meine. Weißt du, da gibt es so viel Armut und so viel Dreck und dann musst du halt echt hart arbeiten, körperlich. Da finde ich mega scheiße. Wobei, vielleicht wäre ich klug genug, um da irgendwas, irgendwie Leute zu überzeugen, dass ich nicht arbeiten muss, weil ich eine Kirche gründe oder so. Vielleicht ist das Mittelalter doch nicht so schlecht. Aber dann noch sowas wie Wasteland, hier Fallout 3 und so. Ist zwar immer cool, in so eine postapokalyptische Welt rein zu tauchen, aber ich würde da nicht leben. Deswegen würde ich wahrscheinlich sowas wie Hogwarts nehmen, wo die Welt halt relativ normal ist und halt es Zauberer gibt, wovon der normale Mensch gar nichts checkt. Aber dann wäre ich trotzdem lieber ein Zauberer.